Content Creator sind für Hardwarehersteller wahrscheinlich die anspruchsvollste Zielgruppe überhaupt. Alles muss schön, schnell, top verarbeitet, sehr mobil, langlebig, vielseitig, kühl und leise sein. Ich habe über die Jahre immer wieder verschiedene Notebooks für genau diese Zwecke benutzt. Manche gefielen mir dabei sehr, andere weniger. Und obwohl ich nie zum Lager der Apple-Jünger gehörte und es auch heute noch nicht tue, muss auch ich sagen, dass Apple diese Disziplin mit seinen Silicon-Chips bisher perfektioniert hat. Das kann man schwer leugnen. Also habe auch ich mich schon seit längerem gefragt, wann spannende Gegenentwürfe aus der Windows-Welt kommen. Denn ich bin eigentlich jemand, der gerne auch mal abends eine Runde zockt. Und es gibt durchaus Bedürfnisse, die ein MacBook eben nicht perfekt abdeckt. Vom Wunsch nach einem weniger geschundenen Geldbeutel ganz zu schweigen. Heute möchte ich mit euch über das Gigabyte Aero 16 sprechen. Genau genommen das Aero 16 OLED. Ein Creator-Notebook, das vieles richtig macht. Zu meiner Überraschung einige der Punkte adressiert, die typische Schwächen leistungsstarker Windows-Notebooks sind. Und sowohl für Arbeit als auch für Unterhaltung eine Leistung auf nahezu wunschlos glücklich Niveau abliefert. Und das vor allem zu einem echt okayen Preis. Vorab, Gigabyte hat mir dieses Gerät zum Testen zugeschickt, denn ich war schon seit längerem daran interessiert, wie sich die Leistung und vor allem die Effizienz der neuen Nvidia RTX 4000er Karten in Notebooks machen. Hier ist eine drin, denn da hat sich ja was getan. Gigabyte hat mir keinerlei Vorgaben gemacht, es ist kein Geld geflossen und sie haben sehr geduldig über mehrere Monate gewartet, bis ich irgendwann mal signalisiert hatte, dass ich jetzt bereit bin, mich über meine Erfahrungen hiermit zu äußern. Das ist absolut nicht selbstverständlich. Man sollte vielleicht betonen, viele Hersteller wollen Reviews immer innerhalb eines ziemlich kurzen Zeitfensters, teilweise 2 Wochen oder sowas. Deshalb Hut ab dafür, ich konnte hier wirklich Praxiserfahrungen sammeln und mir Zeit lassen. Kurzer Überblick. Das Aero 16 OLED ist, wie der Name schon sagt, ein 16 Zoll Notebook mit OLED-Panel. Verbaut ist in meiner Konfiguration ein Intel i7 der 13. Generation, 16 GB RAM, 1 TB SSD-Speicher und eine GeForce RTX 4070. Für den Preis von etwas mehr als 2.000 € eine gute Ausstattung, aber auch nichts, was auf dem Papier für offene Münder sorgt. In der Praxis ist das Gerät allerdings ein echter Hingucker, denn ehrlich gesagt gefällt mir gerade die innere Gerätefront ausgesprochen gut. Und auch nach 4 Monaten Benutzung gab es Momente, in denen ich mir dachte, hey, das Teil ist schick. Das helle Aluminium-Finish, die weiße Tastatur, dieses leuchtende Logo und ja, dieser leck mich doch am Arsch, verdammt nochmal geile 4K-OLED-Bildschirm, dankbarerweise in 16:10, was für so ziemlich jede Anwendung einfach das bessere Format ist. Ich habe mit alten und neuen MacBooks gearbeitet, mit Razer Blades und anderen schicken Geräten, aber ich muss wirklich betonen, wie gut mir das Aero 16 gefällt. Und, auch wenn der Hersteller selbst das wahrscheinlich niemals sagen würde, das Ding ist durchaus Spritzwasser geschützt. Also ich hatte ihn aus Versehen mal eine Nacht draußen auf dem Gartentisch liegen gehabt und am nächsten Morgen war er ziemlich nass. Funktioniert noch, würde ich aber nicht nachmachen. Für ein Creator-Notebook ist das Teil kompetent ausgestattet. Wi-Fi 6, 3x USB-C, davon 2x Thunderbolt 4. Warum eigentlich nicht gleich alle drei? HDMI 2.1, USB-A, Mini-Klinke und Micro-SD-Card-Reader. Ich finde es richtig smart, dass USB-A, HDMI und Strom nach hinten verlegt wurden. Gerade USB-A braucht man vielleicht nicht so oft und Strom hängt eh immer hinten am Tisch runter. Also ja, das macht total Sinn. Der Micro-SD-Slot ist überraschend fix. Aber mal im Ernst, 10 von 10 Creatoren würden safe einen größeren Slot bevorzugen. Das hier scheint mir ehrlich gesagt leider so eine Verlegenheitslösung zu sein. Die Qualität der Full-HD-Webcam und des Mikros sind zweckmäßig. Gerade die Schärfe ist eigentlich in Ordnung, aber in hellen Bereichen merkt man doch deutlich, dass es den Bildern Dynamik fehlt. Die Tastatur gefällt mir richtig gut. Der Hub erinnert mich an die MX Master von Logitech, immerhin die beste Tastatur der Welt. Und auch das Touchpad ist okay. In dieser Disziplin muss man aber wertfrei sagen, dass kein anderes Gerät an ein MacBook und dessen Druckpunkt sowie die Gestensteuerung herankommt. Trotzdem, das hier ist echt okay. Eine traditionelle Schwäche vieler Creator-Laptops erbt leider auch das Aero 16, denn die Lautsprecher, die sind voll für die Tonne. Ich verstehe es nicht ganz. Egal ob Razer Blade, MSI Creator oder eben das hier, das ist so viel Hightech verbaut, aber die Lautsprecher klingen bei all diesen Geräten leider immer wie Müll. Jedes Handy klingt besser, das ist keine Übertreibung. Das muss doch besser gehen. Kopfhörer sind also Pflicht. Dafür ist das OLED-Panel absolut wunderbar. Ich habe viel Erfahrung mit OLED-Panels, egal ob in Smartphones, TVs oder Notebooks. Dieses Display ist ein Traum. Es ist scharf, knackig, trotzdem farbneutral, hervorragend vorkalibriert. Da musste ich fast gar nichts dran machen.
Über ein vorinstalliertes Tool von X-Rite kann zudem der Farbraum für den jeweiligen Zweck angepasst werden, so wie bei professionellen externen Displays. Das funktioniert problemlos, für YouTube-Videos zum Beispiel arbeite ich in sRGB. Es ist ein echtes Creator-Display und hiermit kann man wirklich guten Gewissens Fotos und Videos bearbeiten. Einziger Knackpunkt sind die 60 Hertz Bildwiederholrate, das ist doch langsam etwas arg altmodisch. Allerdings sind Input-Lag und Reaktionszeit wiederum sehr, sehr schnell, sodass die gefühlte Geschwindigkeit des Displays höher ist als die tatsächliche. Und dank der tollen Farben macht auch Zocken darauf echt Spaß. Okay, wie beurteilt man jetzt also so einen Computer? Ja, ich habe auch ein paar Benchmarks laufen lassen und hier die Ergebnisse, aber ganz ehrlich, who cares? Das sagt nichts über die Alltagsempfindung aus. Ich habe mir also ein paar Praxisszenarien überlegt, die typisch für meinen Anwendungsfall sind, die mir häufig passieren und die einen Rechner auch typischerweise sehr fordern. Und ich achte besonders auf die GPU-Performance, also die Grafikkarte, denn die ist bei vielen Kreativanwendungen einfach entscheidend. Zum Vergleich habe ich unter anderem meinen fast 5000 Euro MacBook Pro mit, so rum, M1 Max Chip aus 2021 herangezogen. Nicht mehr ganz neu, aber immer noch eine sehr potente Maschine. 4K Echtzeit-Playback in DaVinci stellt natürlich keinen der Rechner vor ein Problem, auch mit LUTs und leichten Color Grading nicht. Anspruchsvolleres Grading mit Masken und Noise Reduction bewältigen ebenfalls beide Systeme, wohlgemerkt immer ohne Vorrendern, ähnlich gut, wobei das MacBook hier leicht die Nase vorne hat. Es bleibt auch bei vielen Notes länger flüssig. Eine der häufigsten Alltagsaufgaben liegt bei mir im Stabilisieren von Material. Derartige Berechnungen liegen dem Apple-Chip ebenfalls sehr, denn hier ist er durch die Bank schneller als das Aero 16 und auch schneller als jedes andere Windows-Notebook, das ich bisher in den Händen hatte. Doch je anspruchsvoller die Aufgaben werden, desto mehr wendet sich das Blatt. Sehr GPU-lastige Prozesse, wie zum Beispiel Speed Warp, also die Bildinterpolation bei Zeitlupen, oder auch die Magic Mask, verarbeitet die RTX 4070 im Aero 16 in beiden Fällen etwa doppelt so schnell wie der M1 Max. Wow. Den Export eines 4K-Musterprojekts mit Grading und Masken allen möglichen erledigt der Gigabyte-Laptop am Ende aber trotzdem nur minimal schneller. In der Fotobearbeitung gibt es in der gefühlten Arbeitsgeschwindigkeit wenig Unterschied. Die ist immer sehr hoch. Anspruchsvolle KI-Aufgaben wie Automaskierung und so weiter gehen blitzschnell. Als praxisnahe Aufgabe habe ich außerdem einen Stapel von 50 RAW-Dateien mehrmals verarbeiten lassen und die Zeit genommen. Alle haben 24 Megapixel und leichte Bildbearbeitung. Hier konnte das MacBook diesmal punkten und berechnete alles in gerade mal 7 Sekunden. Das Aero 16 brauchte im Schnitt 13 Sekunden. Es ist also nicht leicht, hier eindeutig zu urteilen. Die GeForce-Karte hier drin trumpft umso mehr auf, je komplexer die Aufgabe ist, die man auf sie schmeißt. Gerade KI-Funktionen und sowas liegen ihr sehr. Die für mich besonders wichtige subjektive Geschwindigkeit, also wie schnell und flüssig fühlt sich das Arbeiten an, ist aber beim MacBook oft noch ein Tick besser. Was auch, aber wahrscheinlich nicht nur am flutschigen 120-Hertz-Display hier drin liegen dürfte. Trotzdem, Arbeiten mit dem Aero 16 fühlt sich insgesamt gut an und sieht obendrein umwerfend aus. Das Besondere dabei, der Rechner wird nicht übermäßig warm und auch nicht super laut. Das kenne ich so bisher nicht. Mein MSI Creator 15 mit RTX 3080 war ein Föhn. Das Teil hat einfach immer geföhnt. Die Leistung war gut, aber es war einfach immer laut und nicht halb so gut verarbeitet wie das Aero 16. NVIDIAs 4070 GPU für Notebooks hier drin hat anfangs nicht gerade Begeisterungsstürme geerntet. Mit 8 GB Videospeicher ist sie ehrlich gesagt wirklich knauserig bestückt. Die Leistung entspricht etwa einer 3080 Ti, also dem Topmodell aus dem Vorjahr. Und das ist gut, aber ich glaube, viele hatten einfach mehr erwartet. Aber diese Leistung erreicht die Karte bei viel geringerem Stromverbrauch und damit auch Wärmeentwicklung. Deswegen ist sie auch 2023 herstellerübergreifend die dominante Mittelklasse-Grafikkarte in Creator-Notebooks, während die nächst bessere 4080 fast ausschließlich in reinen Gaming-Notebooks steckt, die dann meistens größer, lauter, heißer und natürlich auch einfach deutlich teurer sind. Es gibt im Aero 16 mehrere Nutzermodi, die per Tastenkürzel gewechselt werden können und sehr gut abgestimmt sind. Ich bin meistens im Meeting-Modus unterwegs, dort sind nämlich die Lüfter fast durchweg deaktiviert. Selbst schneiden und spielen lässt sich so. Je nach Last drehen die Lüfter moderat auf. Wenn ich mehr Leistung brauche, wechsle ich einfach zum Creator oder Gaming Preset. Im Alltag ist es aber meistens nicht nötig. So laut wie meine früheren Creator-Notebooks wird das Aero nie. Und heiß auch nicht. Im Gegenteil, das MacBook war tatsächlich meistens wärmer. Kein Witz.
Trotzdem, wir haben hier noch nicht die Effizienz, wie sie Apple mit seinen ARM-Chips erreicht. Und auch dieser Rechner hier kann natürlich seine volle Leistung nur kabelgebunden, das heißt an der Steckdose abrufen. Aber diese Notebook-Generation ist ein spürbarer Schritt nach vorne. Bitte weiter auf dem Weg gehen. In meinen Augen ist das Aero 16 also ideal für Leute, die nicht nur anspruchsvoll arbeiten, sondern auch mal zocken wollen. Aber dabei keine Lust auf diese Kirmesbuden-Ästhetik typischer Gaming-Notebooks oder einfach auf einen Fusionsreaktor auf dem Schreibtisch haben. In Full HD stemmt dieser Computer entsprechend auch jedes Spiel in Ultra-Settings. Die reine Taktleistung mag gegenüber dem Vorgänger nicht so stark gestiegen sein und der Videospeicher hat mich anfangs ehrlich gesagt sehr verunsichert. Doch neue Features wie NVIDIAs DLSS 3 mit Frame Generation sind in kompatiblen Spielen der Knaller. Cyberpunk 2077 läuft selbst mit Raytracing im Durchschnitt mit 80 FPS. Ältere AAA-Spiele wie zum Beispiel A Plague's Tale Innocence schaffen maximale Details sogar in 4K bei nahezu 60 Frames. Dann wird die Kiste allerdings auch hörbar. Aber ganz ehrlich, ich finde das ziemlich beeindruckend, zumal ich ohnehin nicht wirklich in 4K auf einem Notebook spielen muss, aber in etwas moderateren Settings kann ich davor auch ganz entspannt im leiseren Meeting-Modus bleiben und das ist für mich viel interessanter. Für mehr Spieleleistung muss man dann zu einer mobilen 4080 oder 4090 greifen, die in vergleichbar ausgestatteten Laptops aber mindestens 1000 Euro mehr kostet. Mir hat das Gigabyte Aero 16 bisher viel Freude bereitet, weil einen so smarten und hübschen und kompromisslosen Creator-Gaming-Hybriden hatte ich noch nie in den Händen. Und genau in dieser Hybridnutzung sehe ich eben auch die große Stärke, zumal ich den Preis in Anbetracht der Leistung, Verarbeitung des Displays und so weiter eigentlich für ziemlich fair halte. Aktuell gibt es noch eine Rabattaktion und auch unabhängig davon war das Teil schon in Angeboten für unter 2000 Euro erhältlich. Definitiv nachgebessert werden müsste allerdings bei den Lautsprechern. Das ist fast schon ein Running Gag, dass die für vielen Windows-Notebooks immer so dermaßen schlecht sind. Auch beim Touchpad wäre es langsam Zeit, auf einen Klickmechanismus ähnlich der MacBooks zu setzen. Denn wie die meisten seiner Artgenossen ist auch das Aero 16 hier im oberen Drittel. Also nur mit relativ viel Kraft oder kaum zu drücken. Unten geht es ganz leicht. Oben deutlich schwieriger. Und auch beim Thema Stromkabel hoffe ich langsam mal auf den neuen USB 4 Standard. Die ersten USB-Kabel mit 240 Watt Ladeleistung sind nämlich schon erhältlich. Nur Netzteile fehlen noch. Denn ich glaube, wir sind uns alle einig, dass diese klobigen Netzteile mit Kaltgerätestecker wie bei meinem Rasenmäher in einem modernen Creator-Notebook langsam nichts mehr verloren haben sollten. Okay. We're done. Alles in allem, ich würde sagen, ein trotzdem sehr schönes Gerät, hat mir echt viel Freude gemacht. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare, womit arbeitet ihr eigentlich? Stationär oder mit einem Notebook? Also kommt ein Creator-Notebook für euch überhaupt in Frage? Die Apple- oder Windows-Diskussion will ich jetzt gar nicht erst anfangen, es gibt nur blutige Nasen. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf euer Bauchgefühl zum Aero 16 oder auch ganz allgemein zu dieser neuen Notebook-Generation. Teilt es mir gerne mit, erinnert bei der Gelegenheit auch euren Hausmeister daran, diesen Kanal zu abonnieren. Und ansonsten, ja, genießt den Sommer. Oder das, was wir gerade davon haben. Macht's gut und ciao.